Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich Ihnen unsere InstaVision-App für Windows 8.1 und Windows 10 einmal vorstellen. Wie gesagt, Voraussetzung ist Windows 8.1 oder Windows 10, weil nur diese zwei Versionen den Microsoft App Store beinhalten. Die App ist komplett kostenfrei und Sie können diese im App Store herunterladen. Das zeige ich Ihnen jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Sie gehen hier unten auf Windows, haben hier dann diesen Store, der entsprechend wie so eine Einkaufstüte ist, aber das tut sich ab und an mal verändern, das Symbol. Klicken Sie hier einmal auf den Store drauf und jetzt können Sie hier im oberen rechten Teil einmal nach Insta suchen. Sie sehen jetzt hier schon die InstaVision App, die wählen Sie bitte einmal aus. Und hier haben wir jetzt auf der linken Seite die Möglichkeit, das zu installieren. Das machen wir jetzt einmal. Das kann jetzt, je nachdem, was Sie für eine Internetverbindung haben, einen kleinen Moment dauern. Wir können hier schon mal runtergehen. Hier sehen Sie jetzt schon mal einige Bilder. Sie sehen, die gleiche App ist sowohl für Windows Phone als auch für Windows selbst verfügbar. Die Möglichkeiten oder Vorteile sind, Sie haben das genau wie beim Smartphone, haben Sie eine Multi-Ansicht, da können Sie einstellen, wie viele Kameras Sie auf einmal sehen möchten. Sie können sich, wie auch auf einem anderen Smartphone, zum Beispiel iPhone oder Android, können Sie sich die Aufnahmen der SD-Karte anschauen und können Ihre Kameras quasi genau so verwalten, wie Sie es jetzt schon entsprechend auf Ihrem Smartphone tun. Hier sehen Sie halt auch nochmal Infos über die Neuigkeiten, sofern es neue Versionen gibt. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel auch die Größe, 22 MB, die aktuell gerade heruntergeladen und entsprechend installiert werden. Wir sehen jetzt, die App ist schon installiert und wir können jetzt hier einmal auf Starten gehen. Nachdem wir die App jetzt einmal öffnen, haben wir hier quasi einmal hier direkt unsere Multi-Ansicht. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Kameras hinzuzufügen mit dem Pluszeichen. Ansonsten finden Sie hier im oberen Bereich noch den Überpunkt Kameras. Wenn wir nachher Kameras hinzugefügt haben, dann hätten wir hier eine Übersicht der Kameras und können die auch bearbeiten. Ich klicke hier einfach mal drauf. Und hier haben wir ja die Aufnahmen. Wenn wir nachher Kameras hinzugefügt haben, können wir über den Punkt Aufnahmen uns die manuell erzeugten Aufnahmen anschauen, als auch die Aufnahmen von der SD-Karte. Wir können jetzt einfach hier in der Multi-Ansicht auf das Pluszeichen gehen, um eine Kamera hinzuzufügen. In unserem Fall wollen wir jetzt eine neue IP-Kamera hinzufügen. Sie sehen, vom Aufbau her ist es also quasi genauso wie auch auf Ihrem Smartphone. Wir können jetzt hier diese Funktion des QR-Scans benutzen. Auf Ihrem Windows-PC haben Sie natürlich keine Kamera eingebaut, höchstwahrscheinlich, sodass wir hier quasi eine Datei auswählen können. Also können Sie einfach einen Screenshot machen von dem QR-Code von Ihrer Kamera, um dann dieses Bild hier auszuwählen und den quasi einzuscannen. Oder Sie gehen hier auf Auswählen und tun manuell eine Kamera hinzufügen. Wir wählen jetzt hier oben einmal Insta aus, wählen in unserem Fall zum Beispiel die 6014 aus und gehen jetzt hier auf Weiter. Anschließend können wir jetzt hier der Kamera einen Namen vergeben. Da wählen wir einfach mal Eingang aus. Hier können wir jetzt die DDNS-Adresse eintragen, wenn Sie zum Beispiel auf eine Kamera zugreifen wollen, die an einem anderen Standort steht, oder wenn Sie auf eine Kamera in Ihrem lokalen Netzwerk zugreifen wollen, dann geben Sie hier die IP-Adresse ein, wie in unserem Fall. Im nächsten Schritt tragen Sie den Port der Kamera ein. Bei uns ist der Port jetzt 80. Wenn Sie zum Beispiel auf eine externe Kamera zugreifen, könnte das auch 8081 sein oder ein anderer Port. Hier im nächsten Schritt tragen wir jetzt den Benutzernamen ein. In unserem Fall ist das weiterhin Admin und hier geben wir jetzt das Kennwort ein von unserer Kamera. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Ganze hier einmal zu testen. Sie sehen, wir haben auch jetzt schon hier ein Bild und können jetzt hier unten rechts mit dem mittleren Punkt auf Speichern gehen.
Sie sehen, wir haben jetzt hier unser Kamerabild. Wir hätten jetzt auch die Möglichkeit, einfach noch eine zweite Kamera hinzuzufügen. Da gehen wir jetzt einfach nochmal hier oben auf das Pluszeichen. Ich zeige es Ihnen einfach nur mal mit zwei Kameras, um das von der Übersicht her ein bisschen schöner zu machen. Wir tun die Kamera jetzt hier einmal hinzufügen. Den Namen, den nennen wir jetzt einfach Office. So, nachdem wir jetzt die Kamera hier auch hinzugefügt haben und der Test erfolgreich ist, gehen wir jetzt einmal auf Speichern und Sie sehen jetzt, wir haben hier jetzt zwei Kameras hinzugefügt. Wir können jetzt hier zum Beispiel mit einem Klick auf die Kamera draufgehen. Wir können jetzt hier unten zwischen den Ansichten wechseln, also auch so wie auf Ihrem Mobiltelefon und können dann die Kamera entsprechend steuern oder hier halt auch die wichtigsten Funktionen in der Kamera aktivieren. Ich gehe jetzt hier oben einmal nochmal zurück. Wir haben auch die Möglichkeit in den Einstellungen hier, dass wir sagen, wie viele Kameras wir auf einer Seite angezeigt bekommen wollen. Da können wir bis zu 16 Kameras uns auf einer Seite anzeigen lassen. Oder wenn wir sagen, wir haben zwei Kameras, dann können wir das hier auswählen und können hier bei der Bildskalierung sagen, ob wir das an den Bildschirm anpassen wollen. Das Bild wird dann relativ aufgezogen sein oder ob wir wie in unserem Fall hier ein festes Seitenverhältnis haben wollen. Wir gehen jetzt hier wieder zurück und wir sehen jetzt, dass der Bildschirm quasi für zwei Kameras jetzt ausgelegt ist. Wir können auch hier auf die Kamera drauf gehen, können uns die Steuerelemente anzeigen lassen, können den Ton hören, können hier auch manuell aufnehmen auf zum Beispiel unseren PC. Und das halten wir jetzt einmal an. Jetzt gehen wir hier oben zurück und jetzt zeige ich Ihnen hier noch diesen Punkt Kameras. Hier haben Sie, wie gesagt, die Möglichkeit, Ihre bereits angelegten Kameras zu verwalten. Wir können eine Kamera auswählen und haben hier unten die Möglichkeit, die dann entsprechend zu bearbeiten oder zu duplizieren, wenn Sie noch diese Kamera als Vorlage für eine weitere Kamera anlegen wollen. Ich gehe jetzt hier oben noch kurz auf diesen Punkt Aufnahmen, um Ihnen einfach zu zeigen, wie wir die Aufnahmen verwalten. Diese Software hier, also diese kostenlose App InstaVision, die hat keine Bewegungserkennung eingebaut. Das heißt, Sie können entweder manuell aufnehmen oder Sie können auf die SD-Karte der Kamera selbst zugreifen. Die Kamera selbst hat natürlich Bewegungserkennung und kann so auch Alarme dann aufnehmen bei einer Bewegung. Wir gehen jetzt einfach hier mal auf die Eingangskamera drauf. Sie sehen, das ist jetzt das kleine Video, was ich gerade eben aufgenommen hatte. Wir können uns das jetzt, könnten wir uns jetzt hier anschauen oder wir können hier unten rechts auch auf die SD-Karte gehen von dieser Kamera. Dazu wählen Sie quasi einfach die entsprechende Kamera aus auf die SD-Karte, wo Sie zugreifen möchten, klicken dann hier unten rechts auf SD-Karte und dann öffnet sich hier der Inhalt der SD-Karte. Sie sehen, das ist genauso wie als wenn wir die SD-Karte am PC öffnen. Wir haben die einzelnen Ordner mit dem Datum des jeweiligen Tages. Da können wir drauf gehen, haben hier dann den Unterordner, für wo die Videos drin sind und können uns jetzt hier einfach ein Video auswählen, um das Ganze dann abzuspielen. Wir können jetzt zum Beispiel hier drauf gehen und jetzt wird entsprechend dann das Video inklusive Ton abgespielt. Das ist eine sehr einfache Variante, um sich quasi die Videos anschauen zu können, beziehungsweise damit Sie hier eine Multi-Ansicht haben und die Kameras genau so nutzen können, wie Sie es auch in Ihrer Smartphone-App tun. Ich hoffe, das Video konnte Ihnen einen groben Überblick geben über unsere App für Windows 8.1 und Windows 10. Ich wünsche Ihnen schon mal viel Spaß mit der App, viel Spaß mit unseren Insta-Kameras.
Sollten Sie Wünsche haben über weitere Videos, wo Sie eventuell Erklärungen benötigen oder gerne als Video hätten, dann gehen Sie einfach in unseren InstaTV YouTube-Channel auf das entsprechende Video, schreiben Sie uns unter dem Video einfach, was Sie gerne aufgenommen oder gezeigt hätten, und dann hoffen wir, dass wir das entsprechend für Sie erstellen können, dieses Video dann. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns im InstaTV YouTube-Channel entsprechend abonnieren. Dann werden Sie auch automatisch informiert, sobald neue Videos zur Verfügung stehen. Und jetzt viel Spaß mit Ihrer Kamera und einen schönen Tag noch.